Ja, und damit, sorry, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Trains in World 4, der den Spitas. Wir befinden uns hier auf der Strecke Köln-Aachen und haben die Aufgabe, diesen Intercity von Köln nach Aachen zu fahren. Das ist ein Szenario aus dem Creators Club von dem lieben Brauninator, seit gestern online. Und ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall, lieber Brauninator. Wir haben heute, wie gesagt, die Aufgabe, diesen IC mittels Steuerwagen voraus bis nach Aachen zu fahren mit vier Zwischenhalten unterwegs. Und ja, dass wir ihn heute in Angriff nehmen, macht es mal ein bisschen schärfer. Und wie gesagt, das ist heute unsere Aufgabe. Bei wunderschönem Licht, wie ich finde, stehen wir hier am Kölner Hauptbahnhof, bin ich gestern noch gewesen, beziehungsweise durchgefahren. Dort steht noch eine 218, ein Hamster, eine Hamsterbacke steht ja noch ein schicker ICE 3, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, ist ein Einer, oder? Es könnte, ne, ich glaube, das ist doch ein Dreier. Ja, es ist ein Dreier, wenn ich das da hinten richtig deute. Auf jeden Fall stehen wir hier am Kölner Hauptbahnhof und wie gesagt, ihr seht, die Sonne geht gerade so runter oder auf, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das. Ne, sie geht auf, genau. Es ist 8 Uhr, sie geht auf. Und wie gesagt, wir haben heute die Aufgabe, diesen Zug bis nach Aachen zu fahren mit vier Zwischenhalten. Hinten dran unser BR101 Expert. Ja, das ist wie gesagt heute unsere Aufgabe. Es werden nicht mehr allzu viele Szenarien im TSW gespielt, beziehungsweise nicht mehr viele Videos kommen von mir, auch weil ich auch nächste Woche wieder arbeiten bin. Denn seit gestern ist es Gewissheit. Am 17.09.2024 erscheint endlich TSW 5. Da ist auf jeden Fall der offizielle Release geplant. Es gibt jetzt schon den Early Access, also den nicht Early Access, aber diesen Pre-Order. Also ihr könnt seit heute oder seit gestern das Ganze schon vorbestellen. Dann könnt ihr das Ganze 5 Tage vorher spielen, sprich am 12.09.2024. Kosten wird das Ganze oder soll das Ganze 39,99 €. Ja, das ist so der Stand der Dinge. Es umfasst unter anderem ein neues Fahrzeug-DLC und zwar der ICE-T, sprich Baureihe 411 und umfasst auch eine neue Strecke, jedenfalls eine neue deutsche Strecke zumindest schon mal, und zwar Frankfurt-Fulda. Das ist sozusagen eine Streckenerweiterung, wenn man so will. Denn Fulda gibt es ja schon auf der Strecke Kassel-Würzburg. Und zukünftig kann man dann halt auch von Fulda nach Frankfurt fahren, was ich sehr schön finde. Mit einem neuen Fahrzeug-DLC ICE 3T, Baureihe 411. So, und so viel dazu. Wir können ja während des Videos, kann ich ja ein bisschen über TSW 5 sprechen, ob das sinnvoll ist und so weiter und so fort. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Aufgabe, diesen Zug hier aufzurüsten, die Fahrgäste einsteigen zu lassen und uns dann so langsam auf den Weg Richtung Aachen zu machen. Es ist wie gesagt ein Szenario aus dem Creators Club von dem lieben Brauninator. Vielen Dank dafür und ja, ich würde sagen, wir beginnen. Und zwar sollen wir um 8:05 Uhr abfahren. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen tätig werden jetzt. So, das ist der Zug IC Köln-Aachen. Das heißt, wir haben keine Nummer. Dann geben wir gleich eine Fantasienummer ein. Auf jeden Fall müssen wir hier die Zugdaten eingeben. Als da wären einmal die 9, dann machen wir hier die 20, die 26 und die 20. So, dann könnten wir, die Türen brauchen wir glaube ich noch nicht öffnen. Ich glaube, das machen wir erst, wenn die Zeit abgelaufen ist. Das auf jeden Fall entriegeln. Die Zugbeleuchtung machen wir an. Wir machen auf jeden Fall die Spitzensignale an. Das ist ja vollkommen klar. So, dann machen wir Instrumentenbeleuchtung ein. Genau, das lassen wir so auf normal. Zugsicherungssysteme sind eh von selber eingestellt, das brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Wir können hier dann noch die Zugnummer eingeben. Wir haben ja leider keine, das heißt IC. Ach, seht mal, da hat doch jemand Ausfahrt.
Na, das schauen wir uns doch mal an. Die 218er Ausfahrt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Zieht ihren Dostopark. Wahrscheinlich auch Richtung Aachen, würde ich mal sagen. So, wir waren hier bei der Zugnummer. IC 2013 oder 2014. Ach, ist doch verkehrt. Zurück, zurück, nochmal. Zugdaten, Zugnummer. So, 20. 24 nehmen wir. Nehmen wir den IC 2024. Warum nicht? Was soll der Geiz? So, glaube damit wären wir soweit abfahrbereit. Ja. Glaube die Türen, wie gesagt, die brauchen wir jetzt noch nicht zu öffnen. Weil wir noch keinen, weil wir laut Plan 8:05 abfahren. So, warum haben wir denn jetzt die Zugsammelschiene nicht. Hier stimmt doch schon wieder was nicht, oder? Hm. Also. Ach, wir müssen, glaube ich, noch zur Lok die ZWS einstellen. Um Gottes Willen, genau, das war doch mit der 101 so. Ja, deswegen auch die Zugsammelschienen. Wir müssen noch zur Lok. Wir müssen noch zur Lok. Richtig, da war ja was. Jetzt fällt es mir ein. Um die Türen freigeben. Nee, die Seite. So. Genau, wir müssen jetzt ZWS noch einstellen. Das war das. Deswegen auch. Ich dachte schon, irgendwas stimmt da nicht. Genau, wenn man die im Creators Club startet, das Szenario, da muss man auf jeden Fall in die Lok rein und den Schalter auf ZWS machen. So war das. Glaube, hier war das. So. Genau, das war nämlich das Problem. So, eine wunderschöne Kölner Hauptbahnhof, immer wieder eine Reise wert. Kann ich wirklich nur empfehlen, hier zu spotten. Es fahren jetzt zwar nicht unbedingt Güterzüge durch, aber dafür jede Menge an Rollmaterial. TGV, ICEs, IIC, EC. Teilweise hat mir sogar die Chance, Sonderzüge zu sehen, sprich TRI und so weiter. Ja, das so mal am Rande. Also die Türen sind jetzt eh schon offen, da können wir es auch offen lassen. Ist jetzt auch nicht das große Problem. So, jetzt dürften wir aber auch. Das mal eben. Jetzt haben wir. Jetzt haben wir Oberstrom, oder? Sehe ich das falsch? Ja, jetzt haben wir Oberstrom. Da müsste die Zugsammelschiene jetzt auch rausgehen. Ja, jetzt machen wir neu, den Richtungsschalter neu justieren. Da funktioniert das. So, 8:05 haben wir jetzt jede Minute oder jede Sekunde. So, jetzt lassen wir die Fahrgäste einsteigen. Genau, da passt das auch. Siehst du, das war nämlich der Grund, dass wir keinen Oberstrom hatten und sie so weiter, weil wir die in der Lok auf jeden Fall noch die Zugsammelschiene einstellen mussten. So, da ist der Kölner Dom. Aber den seid ihr ja hinlänglich gewohnt, sag ich mal. Und bekannt ist der, glaube ich, auch wie munter Hund. Das dürfte jetzt nicht unbedingt neu sein. Aber ich finde, der ist immer wieder Besuch wert, der Kölner Hauptbahnhof. Allein schon deswegen, wenn man da fertig ist mit Spotten und Zeit hat, da kann man ja noch so ein bisschen zum Kölner Dom gehen, zur Domplatte. Und sich da noch ein bisschen aufhalten, vielleicht sogar in den Dom gehen, eine Kerze anzünden. Für seine Lieben, die leider schon gestorben sind. So würde ich es auf jeden Fall machen. Wieder, immer wieder eine süße Reise wert, finde ich. So, wie sieht's aus? Können die Türen verriegeln? Dann tun wir das. Und da würde ich sagen, haben wir Ausfahrt.
So, dann würde ich sagen, los geht's. Lösen die Bremse. Und erster Halt ist Horrem. Bahnsteig 6. So, wir fahren zusammen mit dem ICE aus, höre ich gerade. Zu befreien. Sichtbar drücken. So, wir haben grün, aber gleich rot. Wahrscheinlich, weil wir hier ein bisschen ein bisschen langsamer werden. Weil wir wahrscheinlich den ICE vorlassen müssen, gehe ich jetzt mal stark von aus. Dass wir deswegen gleich rot haben. Schicke Parallelausfahrt. Richtig schön, richtig schön. So, dann lassen wir den ICE mal vor, weil der, wie gesagt, wahrscheinlich hier auf unser Farbig fährt, oder? Wir sind hier. Ja, der fährt auf unser Farbig. Schade, es hätte eine schicke Parallelausfahrt fahren können, aber der fährt leider auf unserem Farbig. Das ist das ganze Problem. So, wir können schon mal ein bisschen vorziehen. Wir stehen ja noch 130 Meter weg vom roten Signal. Sogar hier neben uns der S-Bahn hier, die muss auch warten. Ach, schick. So, dürfte sich hoffentlich jetzt gleich erledigen, dem roten Signal. Das heißt, wir lösen die Bremse und weiter geht's. Ach, guck mal, da kommt der andere IC reingefahren. Aber ich dachte, es gibt jetzt eine Zwangsübung, weil wir auf 24 waren, aber anscheinend hatte das irgendwie nicht registriert. Naja, umso besser. So, das können wir aufschalten. Zumindest schon mal bis 40 km/h. So, wie gesagt, wir haben heute Horrem, Düren, Eschweiler und Aachen Rote Erde. Das sind unsere Zwischenhalte auf dem Weg nach Aachen. So, schon wieder rot. Wahrscheinlich hängen wir immer noch irgendeinen Zug auf den Fersen. Wahrscheinlich immer noch den ICE. Nehme ich jetzt mal an, anderer ist ja gar nicht vor uns ausgefahren. Weil der RE mit dem 218, der dürfte ja eigentlich schon weg sein. Ach, jetzt haben wir gelb. Bleiben wir aber trotzdem noch mal bei der Geschwindigkeit. So, befreien. So. Den können wir auch aufschalten. Zumindest schon mal bis 80. So.
Ja, so wollte ich das eigentlich nicht haben. So wollte ich es haben. Ach, Sifa. Sifa. Ah. Scheiß Sifa, verdammt. Ah, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Egal. Die Sifa. Na komm jetzt. Ach, da wollte ich so eine schöne Aufnahme machen. Ich habe an die Sifa nicht gedacht. Mensch, die hört man aber auch draußen nicht. Das ist echt ein Problem, muss ich sagen. Also wenn man da draußen zugange ist mit Außenaufnahmen und so weiter, man hört die Sifa nicht. Das ist echt ein Problem. Das ist aber auch nur meine Meinung. So, ist hier für eine LZB, aber das hat ja bei dem Steuerwagen sowieso keine Relevanz. So, mit 40. Dann gleich 160. So, 250, das ist sowieso für uns uninteressant. Also die Sifa hört man nur bei dem Steuerwagen nicht draußen. Ich glaube, bei der 101 hört man die. Bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Sifa. Aber dieses Szenario gefällt mir schon wieder, weil jetzt jede Menge KI-Verkehr, jetzt zum Beispiel wieder ein IC, das ist wirklich, das gefällt mir. Also es gibt viel zu sehen hier auf dieser Reise. So, da können wir uns ja so ein bisschen hier an dem Tacho orientieren, wie schnell wir sind. Sichtbar leuchtet auf, dann können wir auch ohne HUD fahren. So, 200 haben wir erreicht, da können wir abschalten. Wunderbar. Wie gesagt, die LZB hat hier im Steuerwagen keine Relevanz, weil wir keine AFB haben. Und deswegen wird er trotz der eingestellten 200 km/h zum Beispiel trotzdem schneller. Das ist halt leider das Manko, wenn man im Steuerwagen mit der LZB fährt. So, ich muss nur ein bisschen gucken auf auf den Halt. 8 Kilometer noch. Nicht, dass wir da dran vorbeisausen. So.
So, die LTB reagiert bereits, aber wir werden wahrscheinlich eh nicht gebremst. Das sind auch noch 6, sind das 6, irgendwas Kilometer, bis wir 100 fahren sollen. 6,4, ja, gut, aber noch ein bisschen Zeit. Kurz vorm Halt. Können wir ja daran ablesen. Ich denke mal, so bei 2 Kilometer können wir dann runtergehen. Na gut, ich sag mal 2,5 bis 3 Kilometer dann runterbremsen, das sollte genügen. Kilometer zählen runter. Das sieht man wunderbar in dem Diagramm, hätte ich fast gesagt, auf dem Display. Aber wir werden ja eh schon langsamer, von daher. So, jetzt haben wir 0, weil wir ein rot ein Haltzeichen Signal zu erwarten haben, sagt die LZB. Ja. Würde sagen, dann gehen wir jetzt schon mal ein bisschen in die Bremse, weil wir gleich wahrscheinlich sowieso, oder nicht wahrscheinlich, weil wir gleich auf jeden Fall quittieren müssen. Definitiv unter 85 sein müssen und nach dem gelben Vorsignal auf jeden Fall dann auch unter 45, weil wir ein Haltzeichensignal am Bahnsteig zu erwarten haben. Wahrscheinlich hier schon. Ne, aber falscher Knopf. So, ein bisschen reinhauen hier mit der Bremse. Müssen auf die Geschwindigkeit kommen. So, das haben wir erstmal. Sonst unter 45. Weil mit Sicherheit gleich der 500-Hertz-Magnet aktiviert am Bahnsteig. Mal den Ton ausmachen hier. So. Wieder eine Quietschi. Sehr, sehr nice. So, wir fahren hier schön in Horem ein. Gleis 6, Bahnsteig 6, wie auch immer man will. Wunderschön. Ah, ein Stückchen können wir noch. Stückchen können wir noch. So, dann geben wir rechts die Türen frei. Und öffnen sie dementsprechend natürlich auch. Haben wir doch. Achso, brauchen wir gar nicht mehr. Ich wollte was sagen. Eigentlich müsste das so gehen. So. Da wären wir in Horem.
Wunderschön, wunderschön. Ach, seht mal, der überholt uns ein ICE, deswegen haben wir auch rot. Und einer. Deswegen haben wir auch rot. Wir werden auch noch rot haben, eine Zeit lang, weil der natürlich erstmal weg sein muss. Türen verriegeln wir trotzdem schon mal. So, aber wir haben nach wie vor rot. Das ist dem ICE geschuldet. Meine sehr verehrten Fahrgäste, aufgrund einer Zugüberholung verzögert sich unsere Weiterfahrt für ein paar Minuten. Wir bitten um Verständnis. So, das war das. Dann würde ich sagen, nächste Station, Düren Hauptbahnhof. Schön so mit Zugüberholung und so, das finde ich richtig gut. Also solche Szenarien sind richtig, die sind Gold wert. Das sind richtig gute Szenarien, muss ich wirklich sagen. Meinen absoluten Respekt an den Erbauer Brauninator. Vielen, vielen Dank für das schöne Szenario, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir. Hut ab. Respekt für dich, mein Freund. So, wir fahren wieder über 200, beziehungsweise nicht über 200, aber an die 200. Das heißt, Hut kann wieder geschlossen werden, auf jeden Fall. Und dann haben wir jetzt gute 200, 20, 200 Kilometer, ist klar. Aber Kassel-Würzburg, 20 Kilometer bis zum nächsten Halt, Düren Hauptbahnhof. So, da wir jetzt ein bisschen Zeit haben, können wir ja mal ein bisschen sprechen über das anstehende oder über den anstehenden Release von TSW 5 und der damit verbundenen neuen DLCs, die es dazu gibt, inklusive natürlich. Zum Beispiel, mich interessiert natürlich vorrangig die deutschen DLCs als da wären. Einmal das Fahrzeug-DLC ICE 3T. BR411 und die dazugehörige neue Strecke Frankfurt-Fulda. Also das wird mit Sicherheit sehr, sehr interessant. Vielleicht gibt es sie, das weiß ich jetzt natürlich nicht, ihr könnt mich da gerne korrigieren, dass den ICE3 in Expert-Version, das wäre geil, oder? Das wäre richtig mega. Ja, also ich freue mich da wirklich sehr drauf. Wie steht ihr dazu? Findet ihr das zu früh oder findet ihr das gerade richtig, dass jetzt der neue Teil kommt? Weil ich meine, die Gerüchteküche, die hat ja schon lange gebrodelt. Es gab ja schon vor ein paar Monaten also ich praktisch seit Erscheinen der letzten Roadmap im Juli, also im Juli, ist ja irgendwie schon so ein bisschen die Gerüchteküche ins Brodeln gekommen und schon sehr, ja, ich möchte sagen, verdichteten sich ja irgendwo die Hinweise. Es kam immer mehr Meinung dazu auf, dass es, ob es da nicht schon irgendwie eine versteckte Ankündigung gab oder solche Dinge. Oh, wir haben Rot gleich? Nö. Warum sagt die LZB 0? Egal. Gab es da ja schon hinlänglich jegliche Meinung, dass es irgendwo mal, dass es da irgendwo eine Ankündigung gab in der letzten Roadmap und ja, so wirklich wusste man gar nicht, woran man jetzt da ist. Aber jetzt ist es definitiv Fakt. Am 17. September 2024, also gar nicht mehr so lange, nicht mal mehr einen Monat,
Dann soll das Ganze offiziell released werden. Immer noch null. Verstehe wohl irgendwo nicht warum. Na egal. Also soll der neue Teil released werden. Für alle diejenigen, die das Ganze vorbestellen, was ab sofort möglich ist, soll das Ganze 5 Tage vorher spielbar sein, also praktisch Early Access. Und zwar am 12.09.2024. Und zwar die Special- und Deluxe-Edition. Das sollte ich vielleicht auch dazu sagen. Die sind dann spielbar. Die Standard-Edition gibt es wie gehabt ganz normal zum offiziellen Release am 17.09.2024. Ja, und kosten soll das Ganze 39,99 Euro. Also ich bin da echt gespannt drauf, wie sich das Ganze darstellt, auch von der Grafik her, von den Features her, von den Fahrzeugen her, wie die sehen, von der Strecke her, von dem Realismus her. Also das wird richtig nice. Ich freue mich da sehr drauf. Natürlich geht es dann wieder los mit dem ganzen Import. Zwar die ganzen Fahrzeug-DLCs, Strecken-DLCs, also alles, was man hat, hier beim TSW 4 schon. Das muss man dann irgendwie wieder rüberkriegen in den neuen Teil. Und da gab es ja in der Vergangenheit schon hier und da mal ein paar Probleme. Zum Beispiel jetzt vom dritten Teil in den vierten Teil. Das war ja nicht immer alles so hundertprozentig. Ich bin gespannt, ob das diesmal besser läuft, wie das abläuft. Und ja, also ich bin da sehr, sehr gehypt drauf, muss ich ehrlich sagen. Es wird bestimmt richtig schön. Also es muss ja irgendwo besser werden. Sonst macht es ja keinen Sinn. Also man kann sich da, glaube ich, wirklich auf viele Neuerungen einstellen, was die Grafik angeht, was die Features angeht und, und. Ich glaube, mein Realismus ist da auch viel zu erwarten, könnte ich mir vorstellen. Lassen wir uns einfach überraschen, würde ich sagen. Ist jetzt auch nicht mehr so lange. Da wissen wir Bescheid. So, 4 Kilometer noch, 5 Kilometer noch. Dann sind wir schon in Düren. 200, da haben wir noch nichts mehr zu tun. Überholen wir gerade eine Chimichi. Das ist doch auch mal schick. Siefer, Siefer, Siefer drücken. Auf jeden Fall. So. Das sieht doch richtig schick aus, würde ich sagen, oder? Dann machen wir meinen unbeweglichen Modus, mein Foto, sprich Fotomodus. Ich finde das für Fotos machen richtig, richtig schön. Man hat Zeit, man ist nicht so in Zeitdruck, so gestresst. Man kann sich Zeit lassen, mein Foto machen. Muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir. Also ich finde den Fotomodus geradezu genial. Und wenn man dann auf Escape geht, ist man praktisch wieder im Führerstand. So, wir sollten hier mal jetzt doch in die Bremse gehen. Sehen wir nicht mehr so lange bis zum Halt. So, dann steuern wir jetzt unseren nächsten Halt Düren an. Also wie gesagt, ich bin da echt gespannt, wie der Realismus so sein wird im neuen Teil. Also von allem, Zugsicherungssysteme, Strecken, Halte, Signale, Zugbedienung, all solche Dinge. Also da bin ich echt sehr, sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Dann sind wir hier in Düren. Perfekt.
10 Minuten haben wir jetzt gut gebraucht bis hierhin. Ich glaube, 28 circa waren wir in Horrem. Mit Wartezeit 23 abgefahren, sage ich jetzt mal. Wir mussten noch warten, bis der IC da unseren Gleisabschnitt freigegeben hat, dass wir grün hatten. Also ich denke mal so 23, 24 sind wir da abgefahren. Haben wir jetzt gute 7, 6, 6, 7 Minuten gebraucht bis hierher. Geht eigentlich. Für 20 Kilometer kann man da echt nichts sagen. So, herzlich willkommen in Düren. Schön auch so, das Lichtverhältnis finde ich richtig schön, wie die Sonne so langsam, aber sicher hier über die Gebäude scheint. Das lassen wir uns noch ein bisschen vorrollen. Ich habe ein bisschen zu pessimistisch gebremst hier, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber besser als übers Ziel hinauszuschießen, finde ich. So, dann gehen wir rechts die Türen frei. So. Und dann sind wir hier in Düren. So, nächster Halt wird dann noch Eschweiler, glaube ich, sein und Rote Erde. Genau, Eschweiler und Rote Erde, das sind noch die zwei Zwischenhalte, bevor wir zum Hauptbahnhof fahren. So, dann werden wir gleich rechts die Türen verriegeln und dann geht unsere Fahrt weiter. So, Türen schließen sich. Sehr schön. Und dann haben wir Ausfahrt. Nächster Halt, Eschweiler. Wunderbar, wunderbar. Ah, LCP Ende. Oder was will er mir jetzt sagen? Steht da zumindest. Aber das hat ja, wie gesagt, für uns sowieso keine Relevanz. Ja, LCP Ende. Das müssen wir. Was müssen wir jetzt machen? Ja, wir können ja gar nichts machen. Wir können ja wieder, können das einmal bestätigen. So. Sind wir wieder PZB?
wieder ein ICE. Ah, Doppeltraktion. Also auf den bin ich wirklich gespannt, auf den ICE-T, wie der sich fahren lässt. Muss ich ganz ehrlich sagen, also das wird mit Sicherheit nice. Und dann auf der neuen Strecke, unter anderem, spawnen kann man den natürlich sowieso überall hin, wo ihr den haben wollt. Das ist ja das Schöne. Also ich hoffe ja, dass im neuen Teil das Feature auch erhalten bleibt. Sprich Zugverbandseditor und Freeroam-Modus und so weiter. Also dass man die Züge halt auf jede Strecke spawnen kann, wo man ihn halt, wo man halt fahren will mit dem Zug. Das sollten sie tun, ist da erhalten. Oh, gleich 80. Gut, dann bremsen wir halt. So, also ich hoffe nicht, dass sie jetzt irgendwelche Features vom TSP 4, die jetzt hier wirklich sehr, sehr gerne genutzt werden. Und das ist ja gerade der Freeroam-Modus, der Zugverbandseditor. Die sind ja gerade so beliebt. Ich hoffe nicht, dass die jetzt irgendwie gestrichen werden. Das wäre wirklich scheiße, muss man auf Deutsch zu sagen. Aber ich denke mal, dass DTG da wirklich keine irgendwelchen Experimente macht, sondern wirklich das beibehalten. Und ich denke mal, dass wir auch bald in naher Zukunft, wenn sich das Ganze hier mit dem Expert Steuerwagen und der dazugehörigen BR101, wenn sich das Ganze positiv verhält und das Ganze praktisch, ja, sag ich mal, weitestgehend und positiv angenommen wird und so gut läuft und technisch auch so gut umsetzbar ist, wie es jetzt auch halt ist. Klar, es gibt immer hier und da noch kleine Fehler, das will ich gar nicht beschönigen. Aber ich denke mal, wenn sich das Ganze im Großen und Ganzen positiv verkauft und positiv von der Community angenommen wird, dann werden wir ganz bald im neuen Teil mit Sicherheit hier und da auch neue Fahrzeugdeals im Expert in der Expert-Version bekommen, bin ich mir relativ sicher, weil das Ganze hier wird ein Testballon sein für alle zukünftigen Fahrzeug-DLCs, die halt mit diesem Realismus, sage ich mal, ausgestattet sind. Und das macht es dann natürlich umso interessanter für alle zukünftigen Fahrzeug-DLCs, die wir so noch von DTG zu erwarten haben. Und jede Lok ist ja anders mit Expert. ICE zum Beispiel, das ist wieder was ganz was anderes als eine Lok. Oder die 146, die 218. Ich weiß nicht, ob die alle noch irgendwie dann extra rauskommen, aber muss ja schon fast. Ich weiß auch nicht, welche Fahrzeug-DLCs sich da noch mit der Expert-Version umsetzen lassen. Wie viel Arbeit das ist und so, das will ich gar nicht, da will ich mich gar nicht anmaßen, das irgendwie zu bewerten. Aber ich denke mal, so ein paar Fahrzeug-DLCs, die es jetzt schon gibt, die werden mit Sicherheit dann nochmal in der Expert-Version rauskommen. Bin ich mir relativ sicher, dass sich da DTG noch einiges einfallen lässt. Und das ist für uns natürlich umso schöner dann, weil was lieben wir mehr als Fahrzeuge, die an Realismus kaum zu überbieten sind, die kaum von dem Vorbild zu unterscheiden sind. Also ich finde das wirklich sehr, sehr schön. Und ich denke mal, umso mehr Fahrzeuge mit diesem Realismus-Paket ausgestattet sind, umso besser für uns, kann ich mir anders nicht vorstellen. So, 60 ist zu erwarten.
In Eschweiler sind wir dann gleich. Der vorletzte Halt, bevor wir in Aachen reinfahren. Der nächste Halt ist dann schon Aachen. Rote Erde. Und der übernächste ist dann Aachen. Hauptbahnhof, das Ziel dieses Zuges. So, wenn wir hier quittieren dürfen. Aber selbstverständlich tun wir das. So, unter 85 sind wir auf jeden Fall. Das heißt, das tut uns gar nichts mehr. Es kann ruhig ablaufen. Das Einzige, was uns jetzt noch gefährlich werden könnte, ist die SIFA, wenn wir sie nicht drücken. Fein. Dann kommt da vorne das nächste zu quittierende Hauptsignal. Deswegen auch die Befreiung. Kurzzeitig. Und dieses Signal ist deswegen quittierpflichtig, damit wir bestätigen, dass wir die 60 km/h wahrgenommen haben, die wir zu erwarten haben. Deswegen ist. Ich hab den gedrückt, wollt ihr mich verarschen? Ich hab den gedrückt! Ey. Na komm. Das war das. Das bringt ja nichts. Ich hab den gedrückt. Ich hab den Wasserkeitstaster gedrückt. Definitiv. Das ist doch nicht normal. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich will es nicht verstehen. Egal, lass mal das. Komm, bringt ja nichts. Es bringt ja nichts, sich aufzuregen. Wahrscheinlich habe ich ihn nicht tief genug gedrückt, den Knopf, dass er das nicht registriert hat und zack. Das kann natürlich durchaus sein, da will ich gar nicht irgendwas sagen jetzt, aber naja, ich habe mal auf jeden Fall gedrückt, definitiv. Aber lassen wir das. Lassen wir das einfach, es bringt ja nichts. So, dann fahren wir jetzt halt in Eschweiler ein. Lassen wir das einfach sein. Es bringt ja wie gesagt nichts. Ich habe mit Sicherheit nicht tief genug gedrückt, deswegen ist das so. Egal, jetzt sind wir in Eschweiler. Da warten die Fahrgäste auch schon ungeduldig auf mich. Komisch, gerade in Düren war kaum was los. Hier in Eschweiler ist wieder der Bahnsteig voll. Das ist auch noch so eine Sache. Da bin ich auch drauf gespannt. Wie wird das mit den Fahrgästen sein? Wird das mehr sein, wenn die sich mehr knubbeln, wenn wir mehr Rush Hour erleben? Das sind auch noch so Punkte. Weil Rush Hour macht natürlich Spaß, im dichten Verkehr zu fahren mit roten Signalen und Zugüberholungen und so weiter und so fort. Also, das wäre auch noch so Dinge, worauf ich sehr gespannt bin. So, wir geben rechts die Türen frei. Also, das sind alles so Punkte, da. Lasse ich mich echt gerne mal überraschen, wie sich das darstellen wird.
So, es scheint Herbst zu sein, in dem dieses Szenario spielt. Das sieht man hier schön an diesen goldbraunen Blättern. Der Herbst steht uns ja auch noch bevor, ist gar nicht mehr so lange. Ich glaube, am 21. August dürfte der Herbst anfangen. Ach, August nicht, September. Wir haben ja heute den 21. September haben wir, glaube ich, den Herbst anfangen, wenn ich mich nicht täusche. Der Oktober, oder? Der Herbst. Herbst ist September, ne? September, Oktober, November. Ach, frag mich nicht. Ich meine, das war September. Kann aber auch Oktober sein. Juni, Juli, August. Ne, September müsste das sein. So, wir verriegeln die Türen. Und da fahren wir jetzt schon Richtung Aachen, beziehungsweise in Aachen rein, in 11 Kilometer. Schauen uns das Ganze mal hier so aus dieser Perspektive an, wie wir ausfahren. Das ist doch auch ganz schick. So, wir haben natürlich noch eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Ja, ne, wir haben uns gerade befreit. Genau, wir haben uns ja kurz vorher befreit, dann können wir auf 60 aufschalten zumindest. Ziffer drücken. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, weil wie gesagt, das hört man nicht. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig, dass man die Ziffer ununterbrochen drückt. Das ist wirklich unerlässlich. Das habe ich auf jeden Fall schon gelernt. So, 120 oder gleich 110 viel mehr. Ihr könnt ja mal raten und in den Kommentaren schreiben, warum der Ort Aachen Rote Erde heißt. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn uns hier ein RE entgegenkommt. Bin ich gerade schon fast zu schnell gefahren. Oder 10 haben wir ja nur noch ein Stück. So, hier dürfte das BW sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Das war, glaube ich, hier. Haben wir ein Szenario gemacht, wie wir den Zug da abgestellt haben. Erst nach Aachen Hauptbahnhof gefahren. Im Sandwich sogar. Ich glaube, vorne dran der BR 193 Vectron, wenn mich nicht alles täuscht. Und hinten der 101. Wir sind dann praktisch mit der Vectron hier bis Aachen Hauptbahnhof gefahren. Genau, das war das BW. Und haben die Fahrgäste aussteigen lassen und haben uns dann eine Route ins BW gelegt und sind dann mit der 101 vorweg ins BW gefahren, haben den Zug da abgestellt, abgerüstet. Ja, das war auch noch eine schöne Fahrt, finde ich. Auch so ein selbst erstelltes Szenario von mir. So, meine Chaosfahrt gestern bei der Bahn, da war der Wahnsinn. Also das war et curiosum nicht mehr zu überbieten. Es wollte sich anscheinend, so wie ich von mehreren Leuten und von offiziellen Stellen auch entnommen habe, wohl eine Person, es waren wohl irgendwelche Personen im Gleis, es wollte sich aber auch eine Person zumindest von einer Brücke stürzen. Und zwar fand das Ganze in Düsseldorf oder bei Düsseldorf Unterrad statt.
Weshalb alle Züge, die von Düsseldorf Richtung Oberhausen und Duisburg und so weiter fahren wollten, alle, ausnahmslos alle, umgeleitet wurden. Und zwar über dieselbe Umleitung. Alle. Ihr könnt euch vorstellen, was für ein Gleichstand das Ganze gab. Es war der brutale Wahnsinn. Also, wir haben teilweise auf offener Strecke über eine halbe Stunde gestanden hinter anderen Zügen, weil die Strecke vor uns brutal überlastet war. Es war ICEs, stauten sich hintereinander, ICEs, REs, Regionalbahnen. Es war der totale Wahnsinn. Und jetzt kommt der Knaller. Im RRX, also sprich RE5, ja, der ja von Koblenz über Köln, Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen und so weiter bis nach Wesel fährt, waren alle WCs defekt. Alle. Und wenn man dann da sitzt in diesem Zug und in einem Stau steht, auf offener Strecke und man hat die Blase voll, dann ist das Ganze kein Zuckerschlecken, Leute. Das gebe ich euch schriftlich mit Unterschrift. Das war der totale Hammer. Ich habe gedacht, mir platzt die Blase weg. Ich schwöre es euch, Leute, das war brutal. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn ihr irgendwie dringend auf Toilette müsst und ihr könnt nicht. Ihr könnt einfach nicht. Und der TF, der Nette, der war wirklich sehr nett. Das muss ich auch dazu sagen. Sagt ihr immer wieder. Leider dauert es noch. Wir müssen stehen bleiben. Ich habe nichts Neues. Sie müssen sich in Geduld üben. Das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß. Das war wirklich brutal. Aber dann waren wir irgendwann endlich in Duisburg. Ich glaube, irgendwann nach 6. Ich bin 14:45 in Koblenz losgefahren. Ich war 17:45 in Duisburg. Nur mal so, damit ihr mal irgendwie einen Zeitrahmen habt, ja, wann das Ganze, wie das Ganze so gedauert hat. Das war wirklich kein Zuckerschlecken. Das sage ich euch so, wie es ist. Das war wirklich. So, dann bin ich endlich in Duisburg. Warte eigentlich auf den RE19, der von Duisburg dann mindestens mich noch nach Bocholt bringt, wo mein Auto steht. Nein, ausgefallen. Ausgefallen. Fährt nicht mehr. Okay, was machst du? Ich bin dann in meiner Not, habe mir dann schnell ein Ticket für ein ICE geholt. Bin mit dem ICE von Duisburg nach Oberhausen gefahren, weil ich dachte, okay, vielleicht habe ich da Glück. RE19 fährt nicht. Ausgefallen. Fährt nicht mehr. Ausgefallen. Aufgrund der ganzen Verspätung, die es ja überall gab. Sie sind ja überall. Es gab ja massig Verspätungen. Wie könnte ich das nicht vorstellen? Ich denke, nee, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. So, dann war ich in Oberhausen. Bin dann mit dem Zug, der kam dann, der RE19, der kam dann doch noch. Ich denke, okay, der fährt nach Bocholt-Wesel. Wesel-Bocholt. Ich sage, alles klar. Dann kannst du ja doch noch bis nach Bocholt fahren. War zwar spät, aber okay. Ich sitze in diesem RE19. Wir waren noch nicht ganz auf Strecke. Da sagt der TTF, dieser Zug fährt nur noch bis Wesel und wird in Wesel abgestellt. Aufgrund der Verspätung fährt er nicht mehr weiter bis Bocholt. Ich denke. Was habe ich eigentlich verbrochen an diesem Tag? Was habe ich verbrochen? Ich denke, okay. Okay, was machst du? Waren dann irgendwann 8 Uhr oder so in Wesel? Ja, 8 Uhr, Viertel nach 8. Ja, halb 9 war es schon. Genau, es war halb 9. Halb 9 in Wesel. Ich denke, okay. Ich gehe mal zum Busstand. Also da, wo die Busse abfahren. Guck mal, wann der Bus fährt. Vielleicht habe ich ja Glück. Treffe dann noch einen netten Busfahrer, der mir sagt: Ja, ich fahre zwar nicht nach Bocholt, aber hier nebenan kommt gleich ein Bus, ein 42, der fährt dann nach Bocholt. Denke, okay, Glück gehabt, alles klar, kommst ja doch noch nach Hause. Ich warte und warte, gucke auf den Plan. Ja, der kam auch 42. Allerdings der letzte um 19:42 Uhr. Hat der Kollege sich leicht vertan. Ich denke, das kann nicht wahr sein. Wie kommst du jetzt nach Hause? Ja, da musste ich halt mir leider irgendwie eine Abholmöglichkeit organisieren, damit ich überhaupt noch nach Hause kam. Ich war um 10:15 Uhr, 10:30 zu Hause. Ich bin um 14:45 Uhr in Koblenz abgefahren. Nur damit ihr mal einen Zeitrahmen habt. Also es war wirklich absolut widerlich gestern. Widerlich.
Aber andersrum, die DB und so, die können ja alle nichts dafür. Es war ja wegen so einem, ja, wegen so einem Idioten, sag ich mal, der sich da irgendwie anscheinend, angeblich, so wie ich es gehört habe, von der Brücke stürzen wollte. Aber was der angerichtet hat an Verspätung, das will er lieber nicht wissen. Das will er lieber nicht wissen. Ich weiß ja nicht, ob der gesprungen ist, wirklich. Keine Ahnung. Aber die Kosten, die er jetzt am Arsch kleben hat. Nee, lieber nicht. Lieber nicht. Warum können wir das jetzt nicht befreien? Ja, ich will mich ja gern befreien. Aber irgendwie lässt er das gerade nicht zu. Was haben wir denn jetzt überhaupt? Wie schnell dürfen wir denn jetzt fahren? 1000 Hertz? Dürfen wir mindestens 45 fahren oder nicht? Also 40. Irgendwie spielt das gerade ein bisschen. Wir können uns nicht befreien, aber wahrscheinlich deswegen, weil wir gleich Rot zu erwarten haben oder E40. Dann ist das auch egal eigentlich. Ich sehe nur noch 1,5 Kilometer bis Aachen Hauptbahnhof. So. Wir können es irgendwie überhaupt nicht befreien hier. Also es war auf jeden Fall gestern der totale Wahnsinn. Ich sage ja, bis Düsseldorf lief alles. Aber es fing schon an, bevor wir überhaupt im Düsseldorfer Hauptbahnhof ankamen. Da mussten wir schon eine Viertelstunde warten, ehe wir überhaupt reinfahren konnten. Weil es sich da schon gestaut hat, weil halt die Streckensperrung hinterm Düsseldorfer Hauptbahnhof gab es halt eine Streckensperrung. Naja. Deswegen wurden wir alle umgeleitet. Über teilweise eingleisigen Strecken und so weiter. Es war schon echt sehr, sehr krass gestern, muss man wirklich sagen. Die Zugsammelschiene wieder an. Hä? Was ist denn jetzt los? Oberstrom haben wir. Blick ich gerade nicht mehr durch hier. Egal, lassen wir das. Lassen wir das einfach. So, da fahren wir jetzt in den Hauptbahnhof. Schon einiges wartet, ICE und so weiter. Wahrscheinlich haben wir eh ein bisschen Verspätung aufgrund diverser Vorfälle. Ich weiß jetzt gar nicht, wann wir irgendwie in Aachen sein sollten. Aber spielt ja eigentlich auch keine Rolle mehr.
Feste Ankunftszeit haben wir eh nicht. Es sind zwar bei der Szenariobeschreibung Zeiten dabei gewesen, an denen wir wo sein sollten, aber ich denke mal, der Szenario-Bauer nimmt das jetzt nicht ganz so ernst, hoffe ich mal. Der liebe Brauninator. Na komm, die paar Meter schaffen wir schon noch. So, damit geben wir links die Türen frei. Und dann haben wir hier Feierabend, würde ich sagen, in Aachen Hauptbahnhof. Das ist wahrscheinlich die RE, der in Köln abgefahren ist, mit einer im Sandwich. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Statt einem Steuerwagen eine zweite 218. Auch nicht schlecht. Das ist mit Sicherheit die RE, der in Köln vor uns abgefahren ist. Gehe ich jetzt noch stark von aus. Ja, der hat auf jeden Fall Endstation. Was ist denn eigentlich das Ziel unseres Zuges? Gab es da irgendwas? Nö, Köln-Aachen nur. Genau, dann haben wir unser Ziel auch erreicht. Das war's auf jeden Fall mit diesem Szenario hier. Austin Creators Club von Brauninator, so nennt er sich. Wenn jetzt hier die Tür noch schließen und dann war's das. 1 Stunde 6 hat das Ganze gedauert. Ach, jetzt wollte ich die Auswertung sehen. Egal. Ist jetzt nicht mehr rückgängig zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Restwoche. Mittwoch ist es ja bereits schon. Ja. Freut euch auf den neuen Teil im TSW Mythos. Teil Nummer 5 steht in den Startlöchern. Los geht's ab dem 17.09.2024. Das ist jetzt auch nicht mehr allzu lang. Eine neue Strecke, ein neues Fahrzeug wird uns auf jeden Fall erwarten, zumindest für alle deutschen Fans, es wird natürlich auch was im englischen und amerikanischen Raum geben. Aber ich glaube, wir freuen uns vorrangig auf die deutsche Strecke und auf das deutsche Fahrzeug, sprich Frankfurt, Fulda und ICE TBR 411 ICE3. Ja, das soll es von mir erstmal gewesen sein mit diesem Szenario Austin Creators Club. Ich kann euch das gerne verlinken, wenn ihr das wollt. Dann könnt ihr das selber nachspielen. Das war es erstmal von mir. Gehabt euch wohl eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer, der Danny Spieters. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.